So, meine Guten, heute fahren wir mal wieder Scania. Ein relativ neues Modell. Erstmal einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch. Scheiß Gardine hier hinter mir. Oh, das Gefutzel. Ich begrüße euch, meine Lieben. Und wir fahren heute einen Scania und fahren solo. Wir fahren heute nach Oberlosa zum Laden. Und dann fahren wir nach Wackersdorf. Abladen, laden, wieder hoch, Auto hinstellen, Feierabend. Ich muss mich nachher erstmal hier mit dem Ding vertraut machen, was hier so alles läuft, welche Schalter für was sind. Und wenn wir dann in Wackersdorf stehen und auf unsere Abfertigung warten, werde ich euch mal ein bisschen was hier vorne zeigen. Das ist alles ziemlich modern. Also ich glaube, das ist mir alles zu modern. Ich bin mein altes Zeug gewöhnt. Mann. Angerufen, wir dürfen schon reinfahren. Ja, wenn wir dann in Wackersdorf sind, dann tue ich euch mal hier ein bisschen das Display zeigen. Was hier so alles ist, muss ich mich erstmal vertraut machen mit dem ganzen Zeug hier, mit den ganzen Schaltern und Zeug. Ja, er hat gesagt, er wartet schon auf mich. Das finde ich ja nett. So, was machst denn du hier? Hier stehen bleiben? Na gut, dann bleibst du halt hier stehen. So, wir fahren mal rein. Also Freunde, bis später. So, meine Guten. Dann wollen wir jetzt mal loslegen. Wer ist das? Ach, nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges. Na, schauen wir mal, wie wir mit dem Scania hier klarkommen. Wir müssen dann unterwegs noch mal ein bisschen tanken. Dort, wo wir gestern auch getankt haben. Warum stellen einen die Leute die Autos immer leer hin? Verstehe ich nicht. Aber naja, was soll's. Dann tanken wir halt noch mal. Ist auch kein Problem. So, heute fahren wir ohne Anhänger. Das habe ich euch schon gesagt. Ne? Solo-Maschine. Wir haben nur 3 Racks drauf. Haben wir nur 2 Achsen bei der Maut. Wo
ursprünglich hieß es ja, hier vorne kommt ein Kreisverkehr hin, ne? Aber jetzt haben sie sich wahrscheinlich doch für eine Ampel entschieden. Weil die Unterhaltung der Ampel ist ja wesentlich teurer als ein Kreisverkehr, also machen wir doch lieber eine Ampel hin, dass wir ein bisschen Geld ausgeben können. Da vorne ist die, da hinten ist die eine Einfahrt und hier vorne ist die andere Einfahrt. Kreisverkehr hätte natürlich Sinn gemacht hier und Platz wäre eigentlich auch dafür gewesen. So wie sie das hier alles kaputt gemacht haben, niedergewurzelt haben, ganzen Bäume weg. Oh, Alter. Das ist was, was ich nicht verstehe, warum sie da die ganzen Bäume immer wegmachen müssen. So, unser Zeitfenster schaffen wir trotzdem noch. Und wenn wir dann unten warten, dann zeige ich euch mal hier ein bisschen was am Display. Und an der Schalterei. Was ich einigermaßen weiß, was ich nicht weiß, kann ich euch natürlich nicht zeigen. So, na dann wollen wir mal weitermachen. Und nein, er gefällt mir nicht, der neue Scania. So, Freunde. Anderthalb Stunde noch, dann sind wir da. Freunde, dann lasst uns mal wieder das Spiel beginnen.
das hat ja mal geflutscht. Das hat ja geflutscht. So, dann geht's hier gleich rechts runter. Nee, wir haben es doch gleich geschafft. Noch 7 Minuten. Dann sind wir da. Ausweis darf ich nicht vergessen. Hier braucht man einen Ausweis.
Station zu sein hier rechts. Ein abgestellter Auflieger hier. Nee, da sind, da hängen Autos dran. Da hängen Autos dran. Hier ist übrigens die Feuerwache vom Innovationspark. So, meine Guten, jetzt sind wir da. Jetzt gehen wir uns anmelden und dann sehen wir, wie es läuft. Oh, ich suche immer den Hebel da unten am Fuß. Mann. Naja. So, meine Guten. Dann will ich euch mal ein bisschen was über den Scania erzählen, was ich auch weiß. Also hier auf der Tür haben wir Fensterheber, Spiegelverstellung, hier ist Türöffner und Verschließer. Hier ist Fensterheber rechts und links. Hier ist Spiegelverstellung. Da kann man hier ist der untere Spiegel, hier ist der obere Spiegel. Unterer Spiegel. Oberer Spiegel. So, die kann man hier alle verstellen. Dann haben wir hier die Spiegelheizung. Die geht nur an, wenn der Motor läuft, wie es aussieht. Hier haben wir das Licht, einen Lichtschalter. Was das jetzt hier ist, weiß ich nicht. Auch irgendwas mit Licht. Ich denke mal Nebelschlussleuchte und Nebelscheinwerfer. Eins von beiden. Eins ist eins von beiden. Hier ist Arbeitslicht. Hier ist Verstellung für den Scheinwerfer. Ich denke mal, das ist Nebelscheinwerfer und das ist Nebelschlussleuchte. Ja, wie gesagt, hier ist das Licht. So. Dann haben wir hier Höhenverstellung. Vorne, hinten, hoch und runter. Ne? Vorne hoch und runter, hinten hoch und runter. Hier das M1 ist dann Normalniveau wieder. Und dann haben wir hier ein Display. Da haben wir hier Kraftstoffanzeige, AdBlue-Anzeige. Und hier haben wir Tachometer, der zeigt hier Geschwindigkeit hier in der Mitte an. Erstmal hier mit der Nadel und hier nochmal digital. Hier haben wir ein Drehzahlmesser und die Uhrzeit und hier haben wir noch einmal AdBlue-Anzeige. Und hier unten ist nochmal Tankanzeige. Also, dann haben wir hier Spurassistent ein- und ausschalten. Ich denke mal, das wird hier der Radar sein. Für den Abstand. Ja, hier ist ein Radio. Na, hier Radio. Hier haben wir die Handbremse. Temperatureinstellungen. Also eigentlich alles wie beim alten Scania, bloß ein bisschen moderner halt, ne? So, das ist ein G450. Ich denke mal, das heißt 450 PS. Davon gehe ich mal aus. So, Freunde, das war es soweit zum Display hier vorne. Hier oben wie immer. Tachograf. Mautgerät. Und hier sind noch Blindschalter. Blinde Schalter. So, und der Motortunnel, der stört mich hier.
Ach, hier seht ihr einen Motortunnel. Riesiges, fettes Vieh. Kleine Ablage hier für Handy und alles Mögliche. Also ist nicht so, ist nicht mein Wunschauto, wenn ich ehrlich sein soll. Das können wir mal so festhalten. So, das war's mal soweit alles zu dem Auto hier. Und da gibt's jetzt nichts hinzuzufügen. Wie gesagt, ich finde Mercedes tausendmal besser. Schön, ach so, hier vorne auf dem Lenkrad. Wartet mal. Hier ist noch Einstellung. Tempomat-Einstellung. Hier kannst du hoch und runter machen, Tempomat. Hier ist Spurassistent, also Abstandseinstellung. Großer Abstand, kleiner Abstand. Und hier ist die Einstellung für die Vorbremse, wenn du mit Tempomat fährst. Aber ab wann er anfangen soll mit Bremsen, kann man hier auch regulieren. Und ist wie beim alten Scania. Geht, wenn du von alleine Gas gibst. Also wenn du Gas gibst manuell, geht das alles weg. Gut, du kannst es dann hier über die hier, hier über das Ding hier, kannst du das dann wieder aufrufen. Aber in dem Moment, wo ich Gas gegeben habe, ist der Tempomat ausgeschaltet und ich muss ihn erst wieder neu einschalten. Was beim Mercedes nicht ist. Ist auch kacke. Aber naja, den einen Tag stehen wir's durch. Hoffe ich. So, meine Guten. Fertig mit Abladen. Pause haben wir auch gemacht. Geladen haben wir auch schon. Jetzt geht's zurück nach Ilsnitz. Und dann nach Hause. Also ich habe gerade mal ausprobiert, wie das hier ist, in dem Auto, so mit hin und her, wie bei mir in Mercedes. Alter, da bricht der Dekreten. Der Mitteltunnel ist erstens mal total unbequem, wenn du da drauf läufst ohne Schuhe, tun dir total weh. Kannst du kaum drauf laufen. Und dann, oh, die Sitze so unbequem, oh nee. Also ich glaube, Scania wäre ein Kündigungsgrund. Ich bin richtig froh, dass unser Chef vorwiegend Mercedes kauft. Die Scania plus Linienfahrzeuge sind. Fernverkehr Mercedes. Also ich kann mir so ein Auto, kann ich mir keinen Fernverkehr vorstellen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist Folter. Das klappt ja hier mit dem Grün. So muss es sein.
wird sich das. Ja, das war ein schöner Tag heute. Das hat alles wunderbar geklappt. Beim Beusen ging es schnell. Konnte ich gleich reinfahren, weil ich mich telefonisch angemeldet habe. Hat er gesagt, fahr rein. Und in Wackersdorf ging es schnell. Und auf der Autobahn hat alles wunderbar geklappt. So wünsche ich mir einen Arbeitstag. So müsste jeder Tag laufen. Dann wäre das super. Fernlicht auch nicht schlecht. So, dann suchen wir einen schönen Parkplatz und stellen das Auto hin. So, meine Guten, jetzt ist Schluss. Eingeparkt, hingestellt, Feierabend. Sachen zusammenpacken, nach Hause. Lilly und Hunde werden sich freuen. So zeitig rechnen die gar nicht mit mir. Also, meine Guten. Lange Rede, kurzer Sinn. Stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Schönen Abend, gutes Nächtle und bis morgen. Morgen um 11.30 Uhr hier. Da fahren wir nämlich wieder nach Dingolfing. Ich weiß, man zeigt nicht mit nackten Finger auf angezogene Leute. Aber ich kann meinen Finger ja nicht extra anziehen für euch. Alles klärchen? Also dann bis morgen, 11.30 Uhr. Tschüss.